Sascha Haen ist ein berühmter deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Erfahren Sie mehr über seine Biografie und Karriere sowie die Schwierigkeiten und Höhen und Tiefen in seinem persönlichen und künstlerischen Leben. Sascha Haen, richtiger Name Alexander Josef Alberto Haen, wurde am 11. Oktober 1954 in München, Deutschland, geboren. Er ist ein vielseitiger Schauspieler, bekannt für seine Hauptrollen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Im Laufe seiner Karriere hat er an vielen bemerkenswerten künstlerischen Projekten teilgenommen. Eine der herausragenden Rollen von Sascha Haen ist die Hauptrolle im Theaterstück Der Ölprinz bei den Karl-May-Festspielen 2020 in Bad Segeberg. Diese Rolle prägte seine Karriere und erregte die Aufmerksamkeit von Publikum und Experten. Neben seiner Schauspielkarriere ist Sascha Haen auch ein bekannter Synchronsprecher. Er hat vielen berühmten Charakteren in Animationsfilmen die Stimme gegeben. Sascha Haen spielte in Filmen wie Schreck, Der gewagte Held, Schreck 2, Schreck 3 und Schreck Forever After mit. Darüber hinaus sprach er auch die Rolle des Lillebror in dem Film Carlsson vom Dach, der Autorin Astrid Lindgren aus dem Jahr 1966. Er lieferte auch die Stimme des Heldencharakters He-Man in der Videoveröffentlichung der He-Man-Filmreihe. Auch im Privatleben von Sascha Haen gab es Höhen und Tiefen. Er lebt im bayerischen Mittagers und hat in seinem Liebesleben auf Schwierigkeiten und Herausforderungen gestoßen. Er überwand jedoch diese Schwierigkeiten und entwickelte seine künstlerische Karriere weiter. Sascha Haen ist einer der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler Deutschlands mit vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten und wichtigen Beiträgen zur Film- und Fernsehbranche. Sascha Haen begann seine Schauspielkarriere schon in sehr jungen Jahren und verkörperte bereits 1966 die Rolle des Lillebror im Film Carlsson vom Dach, der berühmten Autorin Astrid Lindgren. Außerdem verkörperte er die Figur He-Man in der beliebten Zeichentrickserie He-Man. Als Synchronsprecher hat sich Sascha Haen in der Unterhaltungsbranche einen Namen gemacht. Der Höhepunkt in Sascha Haens Schauspielkarriere dürfte jedoch die Übernahme der Hauptrolle in der Zeichentrickserie Schreck sein. Haen verkörperte die Hauptfigur Schreck in Schreck, The Daring Hero, Schreck 2, Schreck 3 und Schreck Forever After. Dies brachte seinen Namen auf internationales Niveau und bescherte ihm eine große Fangemeinde. Neben seiner Schauspielkarriere hat Sascha Haen auch in seinem Liebesleben Schocks erlebt. Obwohl es keine Details über sein Liebesleben gibt, könnten persönliche Ereignisse sein Privatleben beeinflusst haben. Derzeit lebt Sascha Haen im bayerischen Mittagers, wo er Schauspielprojekte und andere persönliche Aktivitäten durchführen kann. Sein Leben und seine Karriere stellten einen wichtigen Beitrag zur deutschen und weltweiten Film- und Unterhaltungsindustrie dar. Obwohl Sascha Haen nicht für seine direkten Rollen auf der Leinwand berühmt ist, haben ihm seine Beiträge zur Vertonung vieler bekannter Charaktere zu einer wichtigen Position in der Unterhaltungsindustrie verholfen. Über Sascha Haens Privatleben ist außer seiner Schauspielkarriere nicht viel bekannt. Er hält seine persönlichen Daten oft geheim und nimmt nicht viel am öffentlichen Leben teil. Allerdings haben Sascha Haens Karriere und sein Talent dazu beigetragen, dass er eine große Anzahl von Fans gewinnen konnte. Die Filme, in denen er mitwirkte, brachten allesamt großen Erfolg und Ruhm und trugen dazu bei, besondere Epochen in der Film- und Fernsehbranche. Si on n'a pas un homme sérieux, si on n'est pas dans une relation sérieuse, si on n'est pas vraiment avec un homme qui vaut, avec qui on peut se marier dans le futur, vraiment, on a raté sa vie. Non. Non, non. Et avant de se mettre vraiment dans une relation, ou avant de dire oui à la demande de mariage d'un homme,
mettons vraiment ça en prière. Mais prions vraiment pour nos relations parce qu'on ne sait pas qui est qui. Le diable rôde. On ne sait vraiment pas qui est qui. Et vérifions toujours d'où sort l'argent de nos partenaires. D'où sort leur argent. Vraiment, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Prochainement, je vous raconte. Vraiment, ce que tu as dit est très juste. Quand il s'agit de trouver un mari, vraiment, il faut être animé de beaucoup de sagesse. Il ne faut pas vraiment être pressé. Sinon, on risque d'en poser beaucoup de problèmes. Et le coup de connu témoignage, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un marabout qui vit dans mon quartier. Donc, c'est un marabout célèbre, très célèbre, que même les artistes célèbres, les politiciens venaient chez lui pour booster leur gloire, leur richesse, leur chance. Tu vois, en fait, le marabout était tellement célèbre que tout le monde l'aimait dans le quartier. En fait, y compris moi-même, je l'aimais. J'aimais la manière dont...